Das neue Riesenbanner an der Außenwand des Parkhauses am Schloss vermittelt die Botschaft Heimat trifft Gefühl. Finanzminister Matthias Brotkorb, Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier, Landesmarketingchef Peter Kranz und weitere Gäste verfolgten gespannt die Enthüllung des Banners am 10. Mai. Das 22 x 12 Meter große Transparent ist Teil der MV Tut Gut Kampagne des Landesmarketings. Ziel ist es, die Attraktivität des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dessen Hauptstadt Schwerin zum Arbeiten und zum Leben hervorzuheben. Das Banner lässt sich von der vielbefahrenen Grafschak-Allee aus sehr gut betrachten.